Ein besonders wichtiges Thema im Hinblick auf Mangelernährung ist ja eigentlich die Ernährungstherapie am Ende des Lebens von Patienten. Wie geht man da eigentlich vor? Ja, also gerade wenn wir über Mangelernährung bei älteren Menschen sprechen, müssen wir einfach ethische Aspekte auch berücksichtigen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, ist jedoch in Studien kaum behandelt worden bisher. Wichtig ist, dass immer ganz individuell entschieden wird und immer mit Rücksicht auf den Patientenwillen. Das Decken des Energie- und Nährstoffbedarfs, aber auch des Flüssigkeitsbedarfs ist lebensnotwendig und jeder Mensch hat Anspruch, ausreichend Essen und Trinken zu bekommen. Durch das Ernähren einer Person werden sozusagen Grundbedürfnisse gedeckt und das Leben wird gewahrt. Ernährung am Lebensende ist sozusagen eine Basisbetreuung und keine medizinische Behandlung, denn eine Ernährungstherapie hat nicht das Ziel, den Verlauf einer Krankheit noch positiv zu beeinflussen oder die Krankheit zu heilen. Was ist das Ziel der Ernährungstherapie bei älteren Menschen am Lebensende? Ihr Ziel der Ernährungstherapie ist der Erhalt oder die Verbesserung der Lebensqualität der Betroffenen. Diese Verbesserung der Lebensqualität korreliert nicht oder muss nicht korrelieren mit einer Verlängerung des Lebens. Wichtig ist, dass eine orale Ernährung anderen Ernährungsformen vorgezogen werden soll, eben wirklich um diese Lebensqualität der Betroffenen zu unterstützen. Was sollte man dabei berücksichtigen? Ja, bei der oralen Ernährung sollte man am Lebensende berücksichtigen, dass es wirklich eine Wunschkost sein soll. Das heißt, die Bedürfnisse des Patienten, die Vorlieben und Abneigungen des Patienten müssen berücksichtigt werden. Das Essen soll gut schmecken, es soll abwechslungsreich sein, würzen und aromatisieren muss erlaubt sein. Wichtig oder gut ist es oft, kleinere Mahlzeiten zu sich zu nehmen und auch auf die Trinkmenge zu achten. Das Essen sollte in einer möglichst angenehmen Atmosphäre eingenommen werden. Mögliche Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen sollten behandelt werden, wenn notwendig auch mit Medikamenten. Und Dinge wie Kau- und Schluckbeschwerden, die wiederum die Lebensqualität beeinträchtigen können, sollten auch behoben werden. Ein fixer Standardspeiseplan gestaltet sich in dieser Phase des Lebens meist als schwierig, da sich der Appetit der Patienten und auch die Vorlieben regelmäßig ändern. Manche Patienten kommen auch mit flüssiger Nahrung besser zurecht als mit fester Nahrung. Das heißt, hier können Trink- und Zusatznahrungen in Betracht gezogen werden. Das erfordert ja wirklich einen großen organisatorischen Aufwand. Kann man da eigentlich auch Angehörige mit einbeziehen? Wichtig ist, dass die Angehörigen auch geschult werden in Bezug auf Essen und Trinken und dass ihnen mitgeteilt wird oder näher gebracht wird, dass Patienten am Ende des Lebens ein ganz anderes Verhältnis zu Essen und Trinken haben als eben gesunde Personen. Ein Angehöriger macht sich häufig Sorgen und kommt mit Sätzen wie komm, iss doch noch ein bisschen mehr oder du musst doch etwas essen, was aber die Patienten und die Betroffenen häufig noch zusätzlich unter Druck setzt. Du meinst, die Betroffenen brauchen das Gefühl, dass Essen kein Zwang ist? Ja, genau. Und hier können die Angehörigen sehr, sehr viel beitragen. Wie sinnvoll ist eigentlich der Einsatz von künstlicher Ernährung am Lebensende? Ja, unter Berücksichtigung des Allgemeinzustandes der Betroffenen und auch unter Berücksichtigung des Patientenwillens kann es eine Möglichkeit sein, künstliche Ernährung auch am Lebensende einzusetzen, um die Lebensqualität zu steigern. Beispielsweise beim Vorhandensein von Schluckstörungen, wenn das Risiko einer Aspiration besteht oder wenn einfach eine Ablehnung gegenüber Essen da ist, könnte man künstliche Ernährung anwenden. Andererseits ist es so, dass bei einer unheilbaren Krankheit irgendwann auch der Punkt kommt, wo es keine Verbesserung mehr gibt. Hier ist es dann fraglich, ob eine enterale, parenterale Ernährung wirklich zielführend ist. Wir wissen aus Studien und auch aus Leitlinien, dass beispielsweise im Endstadium einer Demenz keine Sondenlegung mehr empfohlen wird. Noch dazu kommt der Punkt, dass jeder Patient jede Behandlung ablehnen kann und dieser Wunsch immer respektiert werden muss. Wenn man sich jedoch für eine künstliche Ernährung, egal ob enteral oder parenteral, entscheidet, dann müssen die jeweiligen Empfehlungen eingehalten werden. Ein Kostaufbau beispielsweise muss langsam erfolgen, um die Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten und das Refeeding-Syndrom, wie bereits besprochen, zu vermeiden.